So, ich bin hier wieder mit dem Talentman verabredet. Drüben ist er schon. Ich weiß gar nicht, was er da macht, aber ich hab heute einen kleinen Schalk im Nacken. Ich habe Lust, ihn mal zu erschrecken. Mal gucken, ob das klappt. Hallo, Talentman! Na, was machst du? Recherche! Recherche? Wie, das ist doch eine. Was ist Recherche? Achso, eine Recherche. Ja, schön, dass wir uns treffen. Hast du ein kleines Talent vielleicht für unsere Zuschauer? Du kannst ja alles. Du bist ja wirklich der Mann der tausend Talente. Ich bin ja so stolz, dich immer zu treffen. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz in meinen Archiven graben. Ja, ja. Ja! Ja, was denn? Es gibt noch ein Talent, was ich noch nie gezeigt habe. Ich bin gespannt, was ist es denn? Ich kann mich selber in meine Mutti verwandeln. Du kannst dich selbst in deine Mutti verwandeln? Ja. Wie soll das denn gehen? Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch Talentman. Wie kannst doch, du dich das denn in kann deine ich. Doch, das kann ich. Okay. Gib mir eine Sekunde. Okay. Also, meine Damen und Herren, wir werden jetzt gleich Zeuge, wie Talentman sich in seine eigene Mutti verwandelt. Oh. Das kann ich mir zwar überhaupt nicht vorstellen, aber ich meine, Talentman hat schon sehr viele unglaubliche Dinge getan. Wie das jetzt wirklich vonstatten gehen soll. Wer sind Sie? Ich bin Talent-Mom. 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 Schön, das freut mich aber sehr, dass wir uns auch mal kennenlernen. Aber wo ist denn jetzt der Talent-Man? Ich meine, der war doch gerade noch hier. Er ist in mir. In Talent-Mom ist Talent-Man? Ja. Talent-Man ist Talent-Mom? Ja. Dann hat Talent-Mom Talent-Man geboren? Nee, ja. Andersrum. Wie geht denn das? Wie machen Sie das denn? Weil ich es kann.